herzlich willkommen zu Musotalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum Musotalk-Spezial von der Avid Creation Tour 2013 in Berlin. Neben mir ist der Kai und der hat eine echte Weltneuheit dabei. Ja, genau. Wir zeigen hier als erstes in Deutschland das S3L von Avid. Es stellt eine Symbiose eigentlich dar, oder die erste wirkliche Symbiose aus Studio und Livepult, beziehungsweise Studio-Controller und Livepult. Ja, das Tolle eigentlich daran ist, dass das Ganze AVB-basiert ist, also auf einem neuen Netzwerkstandard, der Avenue Alliance. Wer will, kann sich da noch im Internet ein bisschen einlesen. Über dieses AVB-Protokoll quasi Audio- und Controller-Daten geschickt werden. Ich habe da meine Stageboxen dran, wie an jedem Live-Pult, mit bis zu 64 Input-Kanälen, 32 Output-Kanälen. Und eben mein Controller, der gleichzeitig mein Mischpult-Controller ist, aber eben auch mein Controller fürs Studio. Yukon basiert, ja, da, wie wir wissen, Euphonics mittlerweile Teil des Avid-Konzerns. Sieht auch so ein bisschen so aus, du. Erinnert mich. Ja. Erinnert ein bisschen an die Artist-Series, ist aber, ein bisschen Live-Sound optimierter, sage ich mal, ein bisschen Road-tauglicher, robuster gebaut. Und das Schöne am Yukon-Protokoll, wie wir alle wissen, ist, dass man damit fast alle marktgängigen DAWs steuern kann. Also ob Cubase, Pro Tools, Logic, was einem so einfällt. Und ich eben gleichzeitig mein Live-Mischpult habe mit der bekannten Venue D-Show-Software, die eben sehr einfach und intuitiv. Das ist ja im Prinzip, glaube ich, euer erstes Live-Pult mit der neuen DSP-Architektur. Genau, das ist das erste Live-Pult von Avid mit der HDX-Architektur und nutzt demnach eben auch nur noch AAX-DSP-Plugins. Genau. Wie viel Power, in welchen Konfigurationen gibt es das? Das gibt es ab 16 Input-Kanälen. Es gibt auch nur den Controller, weil man eben den Controller mit ins Studio nehmen kann, wirklich auch ohne das FOR-Rack und ohne die Stagebox, um ihn eben als reinen Controller oder für Overdubs zu benutzen. Man hat eben den Vorteil, dass man über dieses AVB-Protokoll direkt auch 64 Kanäle ins Pro Tools oder in jede andere DAW einspielen kann und recorden kann. Und mit diesen 64 Kanälen dann eben den berühmten Virtual Soundcheck fahren kann, den man so von den Avid-Pulten kennt. Und ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich meine, ich hätte eben gehört, hättest mal erzählt, dass diese Oberfläche auch auf dem iPad zu haben ist. Genau, da kam gerade schon die Frage von einem anderen Kollegen, und zwar lässt sich die gesamte Geschichte über VNC, über eine VNC-App, das ist eine Drittanbieter-App oder eine VNC-App eines Drittanbieters, auch von einem iPad oder einem Laptop aussteuern. Das heißt, ich klemme mir quasi hinten einfach einen Wireless LAN-Router dran und kann dann per iPad direkt auf die Oberfläche meines Pultes zugreifen. Oh, cool. Und das System, was hast du das jetzt für einen Rechner? Ihr benutzt im Moment hier einen Dell PC? Das ist kein Dell-PC, sondern das ist einfach ein Dell-Bildschirm. Der Rechner steckt hier im FOH-Rack. Ja, der Rechner dient quasi nur der Nutzung als Live-Sound-Pultes, wenn man so will. Das ist ein Windows XP Embedded. Das hat sich in den letzten Jahren einfach als sehr stabiles System für uns herausgestellt. Also wir haben eigentlich null Abstürze mit unseren Live-Pulten. Deswegen setzen wir ist ja live auch immer besser. So. Genau, ist wahrscheinlich besser, bevor die Bierflaschen fliegen. Deswegen setzen wir weiter auf Windows XP Embedded. Ja? Aber alle AAX-DSP-Plugins laufen einwandfrei oder werden einwandfrei auf diesem Pult laufen. Ja? Cool, was wird es kosten? Der Preispunkt liegt so bei 14.800 ohne Mehrwertsteuer und dann aufwärts je nach Konfiguration. Die Standardkonfiguration liegt bei 16 Eingangskanälen und 8 Ausgangskanälen auf der Bühne, wobei auch das FOH-Rack noch mit Elzebue-Ein- und Ausgängen sowie analogen Ein- und Ausgängen ausgestattet ist, aber auch der Controller. Das heißt, für eine Band, die damit auf Tour geht, die kann dann wirklich danach nur den Controller mit ins Studio nehmen für Overdubs über die Live-Recordings oder wie auch immer. Ja. Okay. Und das, was wir hier jetzt sehen, ist so noch eine Art Prototyp, ne? Das ist noch nicht genau. Das 100% finale Gerät. Wir stehen hier vor einer Pilot-Unit, die wir eben auf der Avid Creation Tour zeigen dürfen. Die ist noch nicht ganz zu Ende programmiert. Da sind auch noch nicht ganz die fertigen Fader drin, etc. Aber es ist eigentlich ganz schön, um mal einen Eindruck zu bekommen einfach von dem Pult. Fertig sein wird das Ganze dann im August laut Hersteller und dann auch im August eben ausgeliefert. Klasse. Vielen Dank, Kai. Okay.